Hey Lieben, meine Leute, willkommen zu einem Cold War Video, denn ich wollte heute mal gucken, wie Cold War im Jahr 2024 ist. Vor ein paar Tagen kamen jetzt so Leaks raus zu Black Ops 6 Beta und sieht nicht so promising aus, deswegen gucke ich mal, ob man dann anstatt Black Ops 6 dann wieder dann zu Cold War kommen kann. Und direkt zum Start, ich bin jetzt nicht wirklich der beste Spieler, ihr seht, ich habe, wenn überhaupt, eine 1,4er KD, wenn es gut kommt. Hat gar nicht so lange gedauert, um eine Lobby zu finden auf jeden Fall. Oh, okay. Aber das sind gar nicht schlechte Gegner. Hardpoint spielen wir also hier. Ist zwar die erste Runde, vielleicht ist SBMM gar nicht mal so frech dann zu mir. Okay, keine Ahnung, warum ich den durch den Rauch sehen durfte. Egal. Aber das hier fühlt sich also wirklich noch wie ein Oldschool Call of Duty an, um ehrlich zu sein. Und das neue Trigger COD, wenn es überhaupt noch Track ist, also Track war Name, weil ich habe gehört, der Graded Executive Direct ist auf jeden Fall irgendwie weggejumpt von dort. Ja, es gibt Türen, es gibt Tech Sprint, was ich eh nicht so cool fand. Und Türen heißt schon mal auf jeden Fall was. Und die KD wird nicht mehr angezeigt im Scoreboard. Da muss man. Fuck, Digga, was? Wohin aim ich? Da muss man halt auf die Spieler draufklicken und so Sachen. Also, das Video wird noch released, bevor die Beta live ist. Deswegen kann es natürlich sein, dass dann auch irgendwas überarbeitet wird. Digga, sind die gut. Aber 11-2 ist ja gar nicht mal so schlecht zur Zeit. Das wollte ich gar nicht. Sorry. Warum habe ich überhaupt eine Shotgun ausgerüstet? Das ist ja ganz komisch. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber irgendwie fühlt sich das hier frisch an. Also, keine Ahnung, vielleicht einfach, weil ich MW2 Series jetzt, also MW2 halt gewohnt bin. MW3 habe ich mir gar nicht mehr gekauft. Es fühlt sich smooth an, auf jeden Fall. Ich finde die Map war eh nicht so gut. Also, ich spiele gleich bestimmt irgendwie mal nochmal YouTube 24/7. Vor allem wegen so Sachen. Weil es so lange Wege gab, wo man einfach dann gekillt werden konnte. Na gut, etwas, was ich jetzt öfter gesehen habe, ist auf jeden Fall, dass ich jetzt in ein laufendes Match reingekommen bin. Letzte Runde war es genauso wie jetzt hier. Wie sieht es denn aus? 48-6, ja, okay. Alter. So ein verkacktes Loser-Team. Was war das denn jetzt auf einmal? Wer hat das denn gesagt? Ich habe auch ein bisschen länger jetzt hier für die Runde gesucht. Ich glaube, einfach weil ich jetzt irgendwie auf anderen Servern bin oder so. Vor allem auch der Input-Lag ist jetzt ein bisschen höher. Auch wenn man halt an sich schon relativ schlecht ist. Natürlich lebt er noch mit einem halben Herz. Bei Microsprache. Boah, das kann auch schon wieder nicht sein. Er legt sich hin. Das kann sie sein. Ich will nicht unbedingt sagen, dass ich besser bin als sie, auf keinen Fall. Ich meine, diese Spektakel, die sie hier Commit machen, ist auch wieder crazy. Also für alle Leute, die sagen, dass es SBMM nicht gibt, aber ich meine, die haben es ja an sich ja jetzt auch schon bewiesen, dass es das gibt. Ich habe ihn geholt. Oh. Nein, was mache ich denn? Scheiße, Mann. Hätte ich mir auch noch schnappen können, sich. Okay, einmal habe ich diesen Fake Jani geholt. Alles, was ich wollte in meinem Leben. Er legt sich hin, er legt sich hin, er legt sich hin. Habe ich ihn nochmal. Dafür, dass der besser ist als ich, kriege ich. Der war ganz gut auf. Oh. Geht's hier gut? Ich glaube, irgendwie ist nicht mehr so gut. Da habe ich fast gechoked. Ja, gut, also. Die zweite Runde war richtig cool. Von der 4er KD auf eine 1er KD. Oh man. Ja, geht's zu guter Letzt, gucken wir uns da nochmal einen Fun-Game-Mod an, den ich noch nie in meinem Leben gespielt habe. Infected. Ich denke mal, oh niemand hat hier vorgestellt. Und man kommt auch irgendwie mit fast den gleichen Leuten da wieder zusammen. Hier war an sich immer dieser Free Palestine-Typ, aber das ist irgendwie wieder weg auf jeden Fall. Okay, mal gucken, wie schlecht ich hier bin. Hier im Modus. Wenn man hier in der Open ist, dann müsste man es ja eigentlich ganz gut hinkriegen. Ach scheiße, ich habe die Bullshot noch nie in meinem Leben gespielt, glaube ich. Und für die Runde habe ich, glaube ich, jetzt so 2 Minuten gesucht. Aber dafür, dass das halt ein Fun-Game und ist, müsste es eigentlich noch passen. Habe ich Alert? Habe ich? Okay. Ich weiß gar nicht, dass es sowas im Multiplayer gibt und nicht nur in Warzone. Bro, bin ich aber schlecht mit der Bullfrog, ey. Ja, kann man an sich gut fahren, wenn man Survivor ist zumindest. Und aimen könnte. Ah fuck, rechts habe ich nicht gesehen. Best Play von Gemin hat ihr natürlich, ne? Ist natürlich klar, ne? Ja gut, ich würde sagen, an sich die 3 Modi haben Spaß gemacht. Newton ist natürlich immer verschwitzt, ist ja klar. Und ich würde sagen, das wird zwar jetzt ein kurzes Video,
Aber ich würde sagen, in der Kürze liegt die Würze. Holt euch kein Black Ops 6, holt euch lieber Cold War, damit wir das wieder beleben können, das Game. Ich würde sagen, Cold War ist das letzte richtige Call of Duty, würde ich sogar noch sagen. Dafür, dass ich kein richtiger Call of Duty Stan bin, das erste Call of Duty, was ich mir gekauft habe, war MW2. Aber ich habe früher immer auch Call of Duty geguckt, deswegen würde ich sagen, kann ich mich da ein bisschen noch differenzieren. Auf jeden Fall, ja, Black Ops Cold War fühlt sich richtig gut an, immer noch, dafür, dass es 4 Jahre alt ist. Was ist eure Meinung zu Cold War? Was ist eure Meinung zu Black Ops 6? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie immer, danke fürs Sehen und ciao. Leute!